Leben lebt sich gut. Manchmal braucht es Mut, einen Schritt nach vorne zu gehen und die anderen mal mit anderen Augen zu sehen. Glaube mir, dann nimmt sich das Leben schön. Und dann hat Thomas jeden umschaltet, gerade dann, wenn man sich streitet oder so. Ja, oder tu mal nicht so eifersüchtig, was machst du denn den ganzen Tag? Das bin ich, Linda. 7 Tage bin ich in einem Bordell. Ich will herausfinden, wie ist das, wenn Menschen ihren Körper verkaufen? Und wie ist das, wenn Menschen Körper kaufen? Wie kommen die damit klar? Und davon handelt dieser Film. Versuchst du es noch über der Bar? Ich sag, du bist heute in der Bar? Ja. Bis später, Ella. So, dann sag ich dir mal. Da geht man eigentlich am Empfang, da sitzen die um die Ecke gleich. Die Barfrau ist auch hier, um die Ecke ist auch die Küche. Und hier sind überall Zimmer. Das sind die Zimmer? Das sind die Zimmer für die Frauen, ja. Ein paar haben wir davon. Und was ist, wenn Gäste so Spezialwünsche haben? Also ich meine... Was meinst du? Ja, keine Ahnung. Also ich meine, reicht dann nur ein Bett oder... Eigentlich, ja, wenn du denkst, also so ein Domina und SM haben wir hier nicht. Ach, das gibt's gar nicht? Das gibt's hier bei uns nicht, nein. Da mussten die Frauen improvisieren. Das ist Isabella, die Puffmutter. Wie viele Zimmer habt ihr hier? 16. Mhm. 16. Wir haben ein paar Zimmer weggenommen. Wir haben 20 Zimmer gehabt, jetzt haben wir 16, weil aus 2 Zimmer haben wir einen Safter gemacht. Also hier zeige ich dir mal Entsafter, aber von der Mädchenseite. Was heißt denn Entsafter? Das hört sich ja so an. Das sind die Kabinen. Okay, hört sich einigermaßen abartig an. Das ist aber nicht abartig. Was heißt Entsafter? Das sind Kabinen. Von dieser Seite sitzen die Mädchen, ja? Hier sitzen die Frauen. Und von anderer Seite ist der Mann. Sie machen natürlich die Klappe auf. Und hier kommt das beste Stück von dem Mann. Und dann wird geblasen. Und der Mann sieht ja quasi das Mädchen nicht. Der weiß ja nicht, wer gerade hier am Arbeiten ist. Okay, das heißt, hier findet nur Französisch statt? Oder genau. Kann man hier auch andere Sachen machen? Nein, nur Französisch. Okay. Ja. Nur Französisch. Das andere, das Körperkontakt, ist ein bisschen anstrengend. Da muss man sich mehr anstrengen und mehr schauspielen und... ja, halt ein bisschen mehr machen. Und hier, das ist ja Entspannung. Die sind dann 5 Minuten fertig und na, das ist schnell verdientes Geld für die. Okay. Die Männer muss es laut sein, damit sie irgendwie einen Kick haben. Ja, die mögen so eine Schmuddelfirma. Da musst du dich wieder in so einen Mann reinversetzen. Der kommt hier rein, der sieht ja niemanden, er sieht ja nur so ein Porno. Irgendwas muss er ja machen, ne? Da muss ja irgendwie Fantasie kommen denn bei ihm. Dann ist er schon geil. Aber Fantasie wäre ja, wenn ich sozusagen keinen Fernseher anhätte, sondern mir das selbst vorstelle? Nein, da hast du gar nichts. Du hast ja hier ein Loch. Wenn du hier rangehst, machst du die Tür zu. Da bist du ja ganz allein, da bist du ja wie ein Knast. Fantasie braucht hier Hilfe. Pink, Rot und Neongrün. Ein Puffregenbogen hat nur wenige Farben. Skurril, das ist mein Eindruck am ersten Tag. Okay, und wie funktioniert das denn? Kommt der Gast hier hin? Der kommt hier rein, der wird von der Badame hier gebracht. Die Mädchen sitzen da, ja. Und die stellen sich beiden Männern vor. Und der sucht sich eine Dame aus. Bezahlt er hier bei uns 18,50 und auf Zimmer 20. Und noch sind alle auch nicht im Haus. Sag mal, was sind denn das für Sessel da vorne? Das sind Sessel für die Männer. Wie muss man denn aussehen, dass man irgendwie häufig gebucht wird? Klein und süß mal. Das sind die beliebtesten Mädchen. Schlank, hübsch. Also eher so niedliche Mädchen. Ja, genau. Und das ist richtig.
Kommt jetzt jemand? Ja, jetzt kommt ein Gast. Mein Job in dieser Woche ist eigentlich ganz einfach. Putzen und wischen. Spuren beseitigen. Rein muss es hier nicht sein, aber sauber. Nee, 11 Uhr früh. Die Mädchen warten auf die ersten Freier. Der einzige Mann, der hier arbeitet, ist Jens. Und der ist Mädchen für alles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Aber das kann ja nicht sein. Es ist richtig, und jetzt musst du gucken, was fehlt. Also. Das sind 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Richtig, Bestand sollen 14 sein. Das müssen immer eine Bestandsliste. Ja, das ist. 2, 4, 5. Also ich will mich jetzt auch genau an die Anordnung halten. Vorne wird teuer getrunken, hinten billig gegessen. Ich zahle den Salat und immer nur zwischendurch. Diese Brötchen, wo sind sie denn hier? Sofort. 4, 7 sind 11. Ich habe einer Seite 15 bezahlt, kann das sein? Also die Pizzabrötchen sind 14, ne, ein bisschen weniger als 15. Ella, echt. Ja, warte mal, pass mal das da vorne. Komm, komm hier. Ist kalt. Anders. Soll ich dir mal Besteck bringen? Nee, alles. Oder willst du die mit den Händen essen? Ja, wenn lieb. Ja. Hallo, Levi. Das ist Ella. Sie ist gerade mal 21. Guten Appetit. Dankeschön. Möchtest du auch ein Stück? Nee, das ist mir zu viel Kalorien. Dann lieber Salat, oder? Nein, ess mal ruhig. Ich habe meinen Kuchen schon aufgegessen. Ja, also da waren keine Kalorien drin. Ja. Aber ist das so, dass man da wirklich viel Kalorien verbraucht? Logisch. Ganzen Tag? Ja, durch die ganze Lauferei hin und her, dann noch Zimmer und verbrauchen die schon ein bisschen Kalorien. Also die mussten schon was essen, ne? Ist der nächste Gast da, oder? Ja. Was habt ihr gesagt? Das ist alles gewöhnungsbedürftig. Die ist doch selbst noch ein Kind. Ja? Ja, der wartet. Der wartet, du kannst essen. Ist der jetzt dein Kunde, der Franz? Mhm. Und wie alt ist der? Der ist 77. 77, ja. Ich war noch nicht mit ihm zusammen. Nein? Das war ein Gast von mir, Schatz. Und ist der schlimm? Der ist gewöhnungsbedürftig. Bei dem dauert ja alles sehr lange und ist er so stolz auf sein Schwänzchen. Ist er groß oder? Mhm. Ehrlich? Mhm.
Kriegt er richtig einen hoch oder ist er so schwabbelig? Ab und zu. Ich kenne ihn ja schon von früher noch. Das ist 5 Jahre her. Ich weiß es nicht. Also das ist, der, bei ihm dauert alles 40 Minuten mit Ein- und Ausziehen. Und ist das nicht eklig mit so einem alten Mann? Doch, es gibt einige Gäste, die sind echt eklig. Ich hatte einen, auch einen alten Mann, er war glaube ich um die 80. Und der hat irgendwie ganz komisch immer gesabbert. Deswegen ganz komisch. Also sie nach Tod riechen, das ist nicht gut. Die riechen so, als wäre sie gerade aus dem Grab rausgekommen. Was? Ja, ist echt schlimm. Ich hätte noch nie einen Mann gehabt, der war 80, hat gut gerochen. So. Du? Nee. Gut, aber Franz, der ist sauber. Ja? Der ist sauber, ja. Riecht er auch gut? Oh ja. Das, also von meiner Zeit noch. Da kenne ich, der ist sehr sauber. Okay, dann empfehle ich dich da gleich drüber. Bis gleich, Ella. Jo. Tschüss. Ciao. Und was muss Ella jetzt quasi aushalten mit dem Gast? Der spricht viel. Der spricht ganz, ganz viel. Das also eigentlich nicht so schlimm. Nein, aber das ist wieder gewöhnungsbedürftig. Weil manche Frauen wollen ja, dass der fertig wird und der will ja nicht. Der ist ja, der guckt dir das, der guckt dir das, dann redet er ja, weißt du. Das ist eigentlich immer eine lustige halbe Stunde mit ihm. Hm. Na? Hm. Also die muss ja auf jeden Fall mal eine halbe Stunde mit ihm aushalten, weil er erzählt ja auch viel. Er erzählt viel von seiner Frau, von sich, dass er hier gerne kommt und, und. Und dann erzählt er ihr, wie toll sie ist und dass sie so süß ist und klein. Und das mag er so gerne. Und was muss sie körperlich aushalten? Körperlich, ja. Den Akt. Den ganzen Akt, denke ich mir, ne? Weil ich weiß natürlich nicht, wie er jetzt drauf ist. Sie verkaufen ja sich selber körperlich, sie verkaufen nicht ihre Seele, ne? Nein. Das muss er auch selber fragen. Vielleicht ein paar Prozent schon. Ein paar Prozent Seele verkaufen. Geht das überhaupt? Und wie rettet man dann den Rest? Alle halbe Stunde ein Freier. 12x6 pro Schicht für Ella. Klar kann man das abwaschen, aber was bleibt zurück? Wie schützen die hier eigentlich ihre Seelen? Scheinbar ganz einfach. Verkleidung, falscher Name, Schminke. Eine Rolle spielen. Natürlich eine Rolle, die den Freiern gefällt. Ella, wie wichtig ist es, gut auszusehen? Eigentlich sehr wichtig. Weil die Gäste halt drauf auf schlampige Frauen stehen, weil sich die Frauen zu Hause nicht fertig machen. Und das Wort schlampig ist bei dir mit nichts Negativem verbunden? Nee, ganz und gar nicht.
Nee. Wie ist denn das, wenn man da sitzt und dann die Auswahl getroffen wird? Hofft man dann, dass man da genommen wird? Manchmal ja. Aber manchmal denkt man sich auch, bitte nicht, bitte nicht. Wann zum Beispiel? Ja, bei ungepflegten Männern so. Wo man schon weiß, okay, die stinken. Oh. Das ist echt grausam, mit sowas aufs Zimmer zu gehen. Vor allem, man fragt sie, wollen sie duschen? Nein, ich bin geduscht. Aber meistens ist das nicht der Fall. Man geht aber dann doch mit und... Ja. Das muss doch dann total eklig sein. Ist auch. Ist auch. Aber naja, man kann sich ja immer noch danach duschen, ne? Machst du dich für deinen Freund auch schön dann? Nee. Ich habe deutlich nachgelassen, heißt es. Ja. Ich habe auch gar keinen Bock mehr, jeden Tag hier fertig zu machen und zu Hause auch noch. Also sagst du ja einerseits, du weißt, dass die Männer drauf stehen, aber der eigene Freund, der muss dann drauf verzichten. Ja. Was ist drauf verzichten? Nee, wenn wir zu Hause sind oder so, da mache ich mich nicht extra für fertig. Wenn wir weggehen oder so, ist ja okay. Aber sonst laufe ich immer mit seiner Jogginghose rum. Dein Freund, stört ihn das gar nicht, dass du als Prostituierte arbeitest? Nee, er hat mich so kennengelernt. War der Gast, oder? Nee, ich habe ihn auf dem Geburtstagsfeier von meiner besten Freundin kennengelernt. Ja, und dann wusste er, was ich mache, weil meine Freundin das ja auch macht. Und dann waren wir irgendwann zusammen. Gab es deswegen noch nie Probleme bei euch? Doch, manchmal. Welche? Weiß ich nicht. Nicht seinerseits so, aber ich finde das eklig so mit ihm dann. Wenn ich nach Hause komme und er will gleich und ich, nein, ich will nicht. Und dann heißt es immer, ja, mit anderen Männern ja und mit mir nicht und so. Und ich sag so, hä, das hat doch gar nichts damit zu tun. Hat es nicht? Nee, ich habe einfach keinen Bock mehr nach dem Feierabend nochmal. Zu Hause. Okay, wenn ich frei habe, ist es ja okay, aber nicht so, wie er das will. Sind das so unterschiedliche Sachen? Ja. Echt? Also wenn man hier... Ich denke mir immer so, wenn ich aufs Zimmer gehe, ich muss einfach nur eine Show darstellen. So wie das der Gast haben will, gebe ich ihm das. Es ist im Endeffekt nur eine Fassade. Und zu Hause ist das so, du siehst deinen Mann, du liebst ihn. Es ist viel intensiver als hier. Wie fühlt sich die körperliche Liebe dann zu Hause an, wenn du das mit hier vergleichst? Ganz anders. Ganz anders. Da sind Gefühle mit bei und hier. Schnelle Nummer raus. Ja, das kann man gar nicht vergleichen. Man muss einfach selber dabei sein, um zu gucken, wie man sich fühlt. So erklären kann man das nicht. Nicht wirklich. Mein dritter Tag. Ich will wissen, wie die Freier sich fühlen, wenn sie hier reinkommen und alles andere draußen lassen.
So, meine Damen, einmal vorstellen, bitte. Soll ich die kommen schon. Hallo. 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 Guck mal, Lieber, welche Dame hat dir denn gefallen? Ja, Nummer 1, bitte. Nummer 1? Ja. Ramona, bitte. Dann, ihr dürft dann aufs Zimmer. Ja. Ja? Prima. Okay. Ramona? Hallo, Ramona. Hallo. Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß. Ja, bis nachher, ne? Tschüss. Okay, tschüss. Wie findet das denn deine Frau? Sie hat jetzt kein großes Problem damit, weil das ja nur eine Dienstleistung ist. Es steht keine Liebe und nicht, oder? Ich schaue das nur als Dienstleistung an, würde mich auch nie in so ein Mädchen verlieben. Ich bin jetzt 63 und das sind so ganz junge Küken. Und da muss man realistisch das anschauen, dass das nur eine Dienstleistung ist. Ich habe meine Frau heute zweimal angerufen, ein schlechtes Gewissen und so. Und ich bin eigentlich sehr glücklich mit meiner Frau und so, oder? Und finde auch schön, dass sie mir das toleriert und so, oder? Das schätze ich sehr und so. Und, Aber es fehlt ja dann doch irgendetwas. Ja, es ist nicht das Gleiche nach über 30 Jahren, das ist ganz klar. Hm. Wenn du sagst, du stehst jetzt nicht auf irgendwelche speziellen Praktiken, sondern ist eigentlich ganz normal. Jawohl. Wo ist dann der Unterschied zu Hause oder hier? Einfach nur, weil es eine andere Frau ist? Ja, es ist natürlich eine ganz junge, ganz mit hübscher Haut, keine Zellulite und nichts und so. Es war ein Teenie-Girl, hat sie ja hauptsächlich und so. Und das gefällt den meisten Männern. Also jung ist schon gut? Ja, es hat auch eine Ältere, die ist 34. Das ist jetzt nicht, also ich habe nicht gegen die Dame und so, aber das... 34 wenn ich, ist schon, wenn ich schon da bin, natürlich liebe hübsche junge Teenies, stehe ich dazu. Im Bordell gibt es kein Tageslicht, keine Tageszeiten, nur Schichten. Jetzt geht es aber um die Pläne. Und zwar müssen wir halt die Tagfrauen hier eintragen, ne? Mhm. Wer kommt? Weil die sagen dann ja auch, welches Zimmer sie haben wollen. Mhm. Wie viele sind schon da? Ja, 2, 4, 6. Mhm. Oh, Stina kommt ein bisschen später, die hat verschlafen, die hat gerade angerufen. Andrea hat einen Bus verpasst. Die üblichen Katastrophen zum Frühstück. Ja. Vorstellen bitte. Und was sagst du? Ja, du bist noch schnell. Blenden. Überlegen erstmal, ne? Okay. Ich hab den Namen vergessen. Die in der Mitte. Das ist Annika. 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 Die Annika. Annika, bitte. Dann sehen wir uns später, ne? Viel Spaß. Ja, tschüss, danke. Okay, bitteschön. Okay.
Keine Angst haben, das ist nur, bis jetzt bist du durch den Estrich durch. Und jetzt, was mache ich jetzt nochmal wieder? Festhalten und rausziehen. Und drehen. Genau. Das Bordell rüstet auf. Hier entsteht ein Raum für Spanner. Und ein Tipp mit dem Hammer. Ich habe den Stiel ganz bezahlt. Und fest den Hammer immer so an. Na? Jetzt kommt es auf einen Millimeter noch nicht drauf an. Die Männer können hier drin stehen. Ja. Dann ist hier unterhalb, das untere Teil von dieser Wand, wird aus Latex gebaut. Mhm. Das ist ein Latextuch. Da ist auf so einer Höhe ein Schlitz drin von 3 cm Breite. Und an den Seiten so 2 Durchführungen für die Arme. Und warum sollte man das besser finden, als wenn man keine Wand dazwischen hat? Weil der Mensch ein Voyeur ist. Okay. Er möchte zuschauen, aber nicht gesehen werden. Ach so, das heißt, die Frau kann den Gast nicht sehen? Nein, verstehe. Aber der Gast kann alle Frauen sehen, kann auch gewisse Körperteile der anderen Männer sehen, aber weiß nicht, wer dahinter steht. Okay. Ich stelle mir Ella und die anderen in der Mitte vor, um sie herum 7 Typen. Kino im Kopf. Kurz vorbohren. In einem Bordell wird alles nur behauptet. Romantik, Orgasmus, Dominanz und Unterwerfung. Die Frauen sind die ewig Willigen. Männer haben das Sagen. Damit dieses Spiel funktioniert, braucht es eine Kulisse. Dafür habe ich nämlich was ganz Geschicktes gebaut. Und 2 Schrauben dafür. Kommst du mal mit der Bohrmaschine rum? Wozu ist das Seil jetzt gut? Das zeige ich dir gleich. Dazu muss ich mal rüberkommen. Ja. Das ist, damit du nicht zu weit nach vorne fallen kannst. Ach, das soll auch elastisch sein? Genau. Ach so, verstehe. Weil ursprünglich sollte diese Wand auf Holz sein. Mhm. Aber dann würde man ja ständig mit dem Becken dagegen hauen, das würde irgendwann wehtun. Verstehe. Und die Hände, und dann wird oben auch noch mal sowas gebaut, dann kann man da die Hände durch? Oder? Nee, das kommt gleich. Ach so. Wir haben nämlich hier so ein schönes, vorgefertigtes Fenster. Mhm. Das kommt hier einmal so rein. Sollte jetzt genau hier reinpassen. Ach, lieber Gott. So. Okay. Diese Querstange, die musst du dir wegdenken. Mhm. Die ist nachher weg. Und dann kommen hier links und rechts nochmal 2 runde Öffnungen, wo man die Arme durchschieben kann. Das ist das ganze Prinzip dieser Spannerbox. Und davon gibt es 7 Stück? Davon werden 7 Stück 7 gebaut. 7 Kabinen, ja. Ja, nicht billig, die Dinger. Die sind alle, wie sie da sind, alles von einem Künstler gemacht worden. So, dann wollen wir den Kram mal ein bisschen zusammenräumen, wieder, was wir nicht mehr brauchen. Mit welchem Gefühl verlassen Freier und Huren diesen Raum, wenn die Show vorbei ist? Flatterhaft aussieht. Und was bleibt übrig? Die Größen. Sag mal, Pam, darf ich dich mal was fragen? Ja, gerne. Jetzt habt ihr euch ja jetzt so vorgestellt und so weiter. Und welche, also jetzt hat ja jeder Gast wahrscheinlich eine andere Vorliebe, nehm ich an, oder? Mhm. Also mir ist aufgefallen, die deutschen Männer gehen immer gern mit den südländischen Frauen und die ausländischen Männer gehen immer gern mit den deutschen Frauen. Okay. Genauso wie mit diesen Ramadan, man merkt das schon ein bisschen, ne? Wie meinst du das? Also ich merke das schon, wenn keine Ausländer sind, dann läuft für mich schlechter. Ja. Mit Ausländern da, dann läuft wieder gut. Das ist wie so eine Treppe, die man hoch und runter geht. Tagsüber kommen ja mehr die Geschäftsleute oder die gerade Pause haben. Ihre Pause halt nur so nutzen wollen, ne? Mhm. Bist du immer eher abends dann da? Oder? Immer Nachtschicht. Echt? Machst du? Und machst du dann tagsüber? Schlafen. Echt? Schlafen, Solarium, einkaufen. Ich habe noch einen Hund zu Hause.
Das so halt die alltäglichen Sachen, ein bisschen Sonne genießen, wenn ich so ein Frühaufsteher. Kein junges Mädchen dieser Welt hat den Berufswunsch, ich möchte Hure werden. Eine Freundin hat Pam darauf gebracht. Schnell Geld machen, einfach den Körper verkaufen. Ich sag, oh Gott, niemals, niemals, das könnte ich nicht. Ja, und irgendwann nach einem halben Jahr, irgendwie von Monat zu Monat, da ich eine Freundin hatte, die das gemacht hatte, wurde ich neugierig. Ich fand es interessant. Mhm. So, weil ich habe auch immer gesagt, wie kannst du nur? Und sie fingen dann zu erzählen und dann waren dann auch echt ein paar lustige Dinge dabei. Irgendwann habe ich dann gesagt, ja, irgendwie möchte ich es auch mal ausprobieren, ob ich das für mich was wäre. Ja, und dann habe ich angefangen. Und dann bei meinem ersten Gast dachte ich so, oh nein, bitte, meine Hände, alles hat gezittert. Und obwohl, das war eigentlich voll lustig. Ich habe mich eigentlich totgelacht. Hast du dem gesagt, dass das dein erstes Mal ist mit einem Gast? Erstmal nicht. Er hat mir erzählt, dass es sein erstes Mal bei einer Prostituierten ist. Hurenalltag. So ein Leben hält man offenbar nur aus, wenn man verdrängt, wegsteckt. So lange, bis von einem selbst nichts mehr übrig bleibt. So lange, bis man es dir ansieht. Deine Tattoos hier auf der Seite? Also, hier steht ein Leben, eine Chance. Ist ja in Wirklichkeit wirklich so. Also man hat nur eins und nur eine Chance? Oder? Richtig. Mhm. Dann, man hat ja immer im Leben jemand, der herabguckt. Dann hier für Augen zu und durch. Und hier, man muss es einfach machen und schweigen. Deswegen ist hier auch der Mund zugenäht. Und hier halt nicht. Und für wen steht die Person, die auf dich herabguckt? Das ist allgemein. Du hast immer jemanden, ob es jetzt Familie ist oder woanders. Oder Arbeit, allgemein. Mhm. Warum ist Schweigen so wichtig? Das heißt wichtig, aber es gibt in manchen Dingen, ob es jetzt ein Beruf ist oder in der Familie. Manchmal muss man einfach machen. Stopp, stopp, nimm das wieder raus. Prost, oder was? Prost, Digga. Das schmeckt viel besser so. Komm wohl. Möchtest du Pommes haben, du? Hm? Danke. Du? Ja, ich bin irgendwie das schwarze Schaf bei mir zu Hause. Ja? Ja. Hast du noch Geschwister, oder? Ja, ich habe noch eine Schwester und zwei Brüder. Was machen die? Meine Schwester hat jetzt vor kurzem ihren Abi gemacht. Mhm. Will jetzt studieren. Und meine Brüder gehen noch halt zur Schule, ganz normal. Die sind noch ein bisschen kleiner? Ja, 15 und 14. Ja. So wie ich meine Mutter kenne, würde sie sich selber die Schuld geben. Hm. Ich würde sagen, keine Ahnung, irgendwas habe ich falsch gemacht. Ich glaube, sie wird das gar nicht verkraften. Mein Vater hat das ja mal rausbekommen. Ich habe Feierabend gemacht im alten Laden, bin rausgekommen und dann stand da oben beim Eingang. Das war so schlimm. Das habe ich anfangen zu weinen, wo ich ihn schon gesehen habe. Und dann meinte er, was machst du denn hier? Ich so, nichts. Ich habe hier kurz eine Freundin was vorbeigebracht und bla bla bla. Ja. Aber irgendwann hat sich das doch so aufgelöst, dass er das rausgefunden hat, dass ich doch da arbeite. Ja, und dann hatte ich Streit mit meiner Mutter. Und dann habe ich angefangen zu kellnern. Dann haben die mich immer 3 Wochen lang von der Arbeit abgeholt und so. Richtig krank. Und wo ich dann wusste, okay, jetzt hat sich das gelegt, jetzt kommen die nicht mehr so. Ne? Dann habe ich gesagt, egal, geh ich mal wieder ins Geizhaus.
machst du das denn hier? Ist Kellner nicht irgendwie... Das Geld fehlt. Ja? Ja, auch. Macht man das nur wegen des Geldes? Ich ja. Ich ja. Ich weiß ja nicht, wie die anderen Frauen hier denken. Oder macht dir das Spaß hier so? Nee, ne? Ja. Also Spaß macht es keinen? Ja, nicht wirklich. Nee. Keine Ahnung. Blutgeleckt, ne? Man gewöhnt sich halt an leicht verdientes Geld. Ja. Und schnell. So. Ja. Ich bin ja auch alleinerziehend. Und das ist dann noch schwerer, irgendwie dem Kind alles zu bieten und so. Ne? Ich will ja mein Kind alles bieten. Okay, ich habe wenig Zeit für ihn, aber dann denke ich mir auch, wenn ich Kellnern oder im Büro sitze, bin ich ja auch 8 Stunden weg, weißt du? Ja. Wie wichtig ist Geld für dich? Ich weiß, ich habe ihn ja noch nie so gesehen. Also doch, hier, aber kann ich mal. Hast du was, bist du was? Hast du nichts, bist du nichts. Ist das so? Ist so. Schauen wir mal, ne? Es wird niemand kommen und sagen, soll ich dir mal unter die Arme greifen oder so. Gibt's nicht. Im Gegenteil, die kommen nur, wenn du was hast. Geld ist für die Huren auch Morphium. Geld betäubt. Bis gleich. Stellt euch vor, bitte. Schon mal was Schlimmes erlebt mit einem Freier? Ja. Da habe ich richtig geweint. Das war in meinem Laden. Und er war besoffen, angetrunken. Und das war kurz vor Feierabend. Ne? Bin ich noch mal schnell mit ihm aufs Zimmer gegangen und so. Und dann wollte er mich ohne Gummi ficken. Ich sag, so gibt's nicht. Ich sag, so nur verhüten. Nee, ich will unbedingt und so. Ich sag, so gibt's nicht. So sind. Und dann hat er das Gummi abgenommen, mich an beiden Armen festgehalten, oben ums Bett. Ich habe so geschrien, keiner hat mich gehört, Musik war richtig laut und so. Dann habe ich ihn zur Seite geschubst, bin rausgelaufen. Also der hat versucht, dich zu vergewaltigen? Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Es war aber ganz komisch. Ich hatte so Angst, ich bin dann auch nicht 2-3 Wochen zur Arbeit gegangen, weil ich so eine Angst hatte. Und da hatte ich auch neu angefangen, weißt du, so voll leise und still und gar nichts sagen und so. Das war richtig schlimm. Ich habe so geheult, ich bin zu meiner Chefin gegangen. Ich so, ja, der will mich ohne Gummi ficken und so. Sie so, ja, Ella, stell dich mal jetzt nicht so an. Ich so, bitte. Richtig. Und dann sagt er, nee, das stimmt gar nicht. Und sie wollte das. Ich so, ja, deswegen renne ich auch aus dem Zimmer, ne? So, könnt ihr jetzt meine Egal, was auf den Zimmern passiert, die Show muss weitergehen. So einfach ist das. Nach 7 Tagen im Bordell denke ich überhaupt nicht mehr darüber nach, wenn es klingelt und neue Kunden kommen. Kein Kino mehr im Kopf. Ist die Lampe kaputt? Nee. Ich muss hier ein Kabel durchziehen. Aber das ist nicht so einfach. Wir haben hier schon 1000 andere Kabel laufen. Ach. Ich mach mal eben drüben weiter. Alltag macht stumpf. Wahrscheinlich geht es den Mädchen auf den Zimmern genauso. Hurenleben. 20 Euro die halbe Stunde. Für normalen Sex. Wer noch mehr anbietet, verdient mehr. Was nehmen die Mädchen dafür in Kauf? Die Preise sind schon lange im Keller, ja. Früher war eine halbe Stunde, hat er 200 Mark gekostet.
auch schon ewig hier, eine Stunde, 300, 400. Und Flasche Champagner hat ja 200 bis 500 Mark gekostet. Mhm. Und früher gab es ja auch nur Nachtclubs, Laufhäuser. Die ganzen Apartments gab es ja früher nicht. Was jetzt ist, also jetzt auf dem Markt, da ist ganz viel Konkurrenz. Bei euch kostet die halbe Stunde 20 Euro? 38,50. Nicht 20. Also 20 bekommen die Mädchen. Mhm. Und ist das nicht ein bisschen unter Wert verkauft? Also verkauft man sich für 20 Euro die halbe Stunde nicht einfach unter Wert? Also kannst du das nicht sagen. Es funktioniert aber nicht anders. Es geht ja nicht anders, sonst hätten wir damals die Preise nicht gemacht. Für uns haben die früher, die alten Hohen, immer gesagt, sieh zu, dass du Geld verdienst, weil wenn du ab 30, wenn du 30 wirst, wird es immer schwieriger. Das ist immer so noch so. Ein junges Mädchen kann schneller und besser Geld verdienen und jeden Tag als eine 30-40-Jährige. Die hat schon ein bisschen Schwierigkeiten. Weil das Jugendliche, die Ausstrahlung ist dann weg. Du kriegst irgendwann kalte Augen, kaltes Gesicht. Das ist ab 27, zwischen 27 und 30 kriegst du eine ganz andere Ausstrahlung. Man hat ja mir früher gesagt, man kriegt ja die hohen Augen. Na? Hurenaugen mit 27. Mag sein, dass ein Bordell funktioniert, dass die Kulisse perfekt ist. Das gedämpfte Licht, der Entsafter, die Spannerbox. Käuflicher Sex als perfekte Show. Perfektes Entertainment. Perfekter Deal. Menschen kaufen Körper, Menschen verkaufen Körper. Aber die Sache hat einen Haken. Weil die Menschen im Bordell glauben wollen, dass das Leben hier und das Leben da draußen nichts miteinander zu tun haben. Dass man das trennen kann. Doch das klappt nicht. Man sieht es ihnen an.